im ehrwürdigen heiligen Münster Schaffhausen genannt, zu aller Heiligen. Wow, Aerobic im heiligen Raum? Darf man das? Man muss es tun. Orgeln und Kirchen sind eines der bedeutendsten, milliardenschweren Kulturgut und Kulturerbe dieser ganzen Welt. Sie gehorchen dem gleichen Prinzip wie ein Fahrrad, ein Webstuhl, der Mensch und ein Automobil, nämlich rast ich, so rost ich. Darum also beschäftigst du Orgeln, Kirchenräume und Menschen mit allen Sinnen, mit Körper, Geist und Seele. Jawohl. Wohin führst du mich jetzt? Jetzt fahren wir nach Japan. Nach Tokio, zur größten Orgel Japans und in den größten Konzertsaal Japans, in den Metropolitan Art Space. Du wirst einer wunderschönen, feinsten Liebeserklärung nach asiatischer Art und Weise beiwohnen. So schön, habe ich nicht gewusst, dass in Japan Orgeln stehen. Da stehen jede Menge Orgeln, wie in der ganzen übrigen Welt. Okay, am besten reisen wir gleich weiter auf die nächste Insel, auf die Philippinen, das ist gar nicht so weit weg. Berühmte Bambusorgel von Manila? Ja, alles aus Bambus, vom Scheitel bis zur Sohle. Und das kleine Mädchen? Das habe ich mir aus den Slums von Las Piñas geholt. Und nach einer halben Stunde Unterricht spielte sie bereits mit Händen und Füßen das bekannteste Volkslied der Philippinen. Ich habe mir sagen lassen, diese Maschine sei die einzige Orgel in ganz Europa mit der original historischen Türkenmusik. Stimmt das? Ja, das stimmt. Aber das kennt man noch nicht so in der Orgelliteratur. Das ist ein altes Prinzip. Eine Türkenmusik heißt, es existieren nebst den normalen Orgelpfeifen, die die Töne abgeben und die Akkorde und Melodien, eine Pauke,
eine Cinelle und ein vollständiges Glockenspiel. Aber alles das ist von einem einzigen Mann oder einer einzigen Frau alleine bedienbar. Das Instrument steht in Soazza im Süden der Schweiz, just 130 Jahre alt, und ist ein Wunderwerk, ein Meisterwerk von klingender Mechanik. Die Schuljugend an der Orgel, geht das? Das geht seit Jahrzehnten in der ganzen Welt. Das gehört zu meiner Hauptaufgabe. Denn schau mal, die Jugend gestaltet aus den Werten der Vergangenheit die Zukunft. Da hast du recht. Das gilt für alle Disziplinen. Das einfachste pädagogische Prinzip heißt ja, vormachen und nachmachen lassen. Ja. Wir können jetzt selbst spielen, den Ton, wenn es mit Tasten ist. Da. Mit den Füßen. Aha. Welcher wär's? Ja. Jawohl. Jetzt spielen wir mal das ganze Stück mit den Füßen zusammen. Du musst, was musst du machen? Du fängst gleich dort an, wo die linke Hand ist. Du drückst immer die gleiche, einfach da unten, wo die linke Hand ist. Dann haben wir ein wunderschönes Stück machen. Bitte spielen wir noch ein kleines Konzertlein. Ja, sicher. Kann ich dir nicht abschlagen. Die kleine Blume von Sidney Bechet. Magst du das? Petit Fleur. Ja. Kennst du? Wir wollen die ganze Orgelkultur aus dem engen Korsett der Institution Kirche auslösen und an die frische Luft in die Weltmusik hineinstellen. Trotzdem oder eben darum haben wir größte Achtung vor dem Weihnachtsfest der Geburt Christi, der eine neue Komponente der Liebe in die Welt gebracht hat. In der Hauptprobe zu einem realistischen Weihnachtskrippenspiel in der Kirche Ilanz.